Herzlich willkommen zu meiner Sendung Standort Berlin, Stadtgespräch Wirtschaft. Mein Name ist Peter Brinkmann. Berlin ist die Stadt der Start-ups. Das höre ich immer wieder und es ist wirklich so. Tausende von jungen Menschen strömen nach Berlin, gründen hier Unternehmen. Manche funktionieren, manche nicht, aber ganz viele werden auch erfolgreich. Und heute will ich Ihnen wieder einen jungen Unternehmer vorstellen, der nach Berlin gekommen ist, hier ein Start-up-Unternehmen gegründet hat und damit erfolgreich ist. André Kiewitz, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ihr Unternehmen heißt ganz simpel TripMe. TripMe, da habe ich gedacht, was ist das denn? TripMe? TipMe hätte ich erst verstanden, aber okay. TripMe hat was mit Reisen zu tun. Genau. Aber soll ich mich selber begleiten? Was bedeutet TripMe? TripMe, also erstmal haben wir geschaut, was ist der Kern unseres Produkts, unseres Services, das ist die Reise. Und Trip als Begriff ist verständlich auch für Deutschsprechende. Und Me ist sozusagen reflexiv, bring mich woanders hin, bring mich in die Welt. Ich kann nicht ja ins Reisebüro gehen. Kann man auch. Kann man genau auch. Was ist denn anders bei Ihnen? Prinzipiell können unsere Kunden, unsere User auf der Webseite sich inspirieren lassen von vielen Reiseideen weltweit und dann Kontakt aufnehmen mit lokalen Agenturen vor Ort, ohne dass man übers Reisebüro oder einen Reiseveranstalter buchen kann. Und auf ganz direktem Wege seine Reise individuell planen kann. Also jetzt spielen wir das mal durch. Gerne. Ich will mal durch die bolivianische Bergwelt wandern. Sehr gut, alleine. Ja. Ohne Reisegruppe, ohne alles. Geh ins Reisebüro, die Antwort ist natürlich klar, gibt's nicht. Das kann durchaus passieren, ja. So, und jetzt sagen Sie, aber doch, bei mir, André Kiewitz, gibt's das. Bei TripMe gibt es das, genau. Bei TripMe. Da ist ja Ihr Unternehmen. Ist mein Unternehmen, genau. Also sind noch andere Mitgründer dabei. Also Sie haben von TripMe gehört und denken sich, mal gucken, was da so gibt. Ich will jetzt nach Bolivien. Kommen Sie auf unsere Webseite und suchen dann die Bolivien-Rubrik und werden dann verschiedene Trips durch Bolivien sehen können. Vielleicht eine Highlight-Tour, vielleicht eine Trekking-Tour, vielleicht eine Tour mit Schwerpunkt Potosi. Potosi, genau. Kulturelle Kultur. Also Potosi ist eine sehr kulturelle Stadt. Und die sagen sich, aber ich will die Trekking-Tour. Die finde ich eigentlich ganz gut. Und auf unserer Seite gibt es eine, die dauert vielleicht eine 14-Tage-Tour. 5 Tage davon wird getrackt und 10 Tage wird das Land kennengelernt. Und dann steht dann ein Foto neben der Tour, zum Beispiel José. José ist unser Destinationsexperte für Bolivien. José hat sich selbstständig gemacht, ist ein Anbieter, der lebt in La Paz zum Beispiel. Und dann können Sie José ohne Umwege direkt ansprechen und sagen, hallo, José. Aber ich muss mich auf Sie berufen, sonst weiß er ja nicht, woher ich komme. Das kriegt er automatisch mit. Ja. Also Sie würden, können ein Formular ausfüllen über unsere Webseite. Dann weiß er auch, dass er direkt über uns kommt, aber das ist schlussendlich auch egal. Wichtig ist für uns, dass wir ermöglichen, Endkunden direkt in Kontakt zu treten mit vertrauenswürdigen Touristikern vor Ort, die ihr Land bestens kennen. Und dann würden Sie zum Beispiel sagen, Herr José, die Trekking-Tour, die finde ich super, die 10 Tage, aber 10 Tage sind knapp. Ich würde eigentlich lieber direkt 3 Wochen bleiben und davon 10 Tage wandern gehen. Und dann würde José, der kennt sich ja bestens aus, der kennt nur Bolivien, hat noch nie was anderes gemacht, in kürzester Zeit Ihnen das Angebot anpassen und zurückschicken per E-Mail. Sie tauschen sich dann aus per E-Mail und entweder finden Sie Ihre Traumreise, dann ist super. Aber denke ich jetzt, wie kann ich denn dem José vertrauen? Den habe ich noch nie gesehen. Genau. Ich weiß noch nicht, ob Sie den kennen oder ob der vielleicht ihn nur gemailt hat und sagt, ich kenne mich hier aus und bring mir mal ein paar Leute. Das heißt, wie kann ich mich darauf verlassen, dass die Person, die Sie mit mir verknüpfen wollen, dass die auch wirklich spitze ist. Dass die erstens die Tour kennt, zweitens mir sagt, welche Schuhe ich anziehen soll, damit ich da nicht abrutsche. Genau. Ja? Das heißt, wie testen Sie Ihre Leute? Genau, das ist die richtige Frage. Deshalb funktioniert das derzeit auch nicht. Also man
Sie können jetzt schon auf José zugehen und ihn fragen, wissen aber nicht, ob man ihnen trauen kann, kann ich ihm das Geld überweisen, etc. Von daher haben wir einen strengen Auswahlprozess, nachdem wir lokale Agenturen aussuchen. Ich selbst habe vorher schon auch lokale Agenturen gegründet. Ich bin schon 11 Jahre in der Touristik unterwegs, habe einen Reiseveranstalter gegründet, Viventura, auch speziell Südamerika. Von daher kenne ich mich mit dem Beispiel Bolivien auch sehr gut aus. Wir haben sehr, sehr viele Kontakte, nicht nur in Südamerika, und wissen oder können schwarze Schafe von guten Partnern unterscheiden. Wir haben einen Auswahlprozess, wir stellen verschiedene Fragen, es ist wie ein Bewerbungsgespräch. Nicht bei Weitem, jede Agentur kann da mitmachen bei uns. Und durch unser touristisches Hintergrundwissen, Background, glauben wir, dass wir die Rosinen sozusagen für unsere Kunden rauspicken können. Das heißt, Ihr eigentliches Geschäft ist, deswegen TripMe, ist das Individualreisen. Ganz genau. Jeder kann eigentlich das, was unmöglich ist, was in keinem Katalog steht, kann das bei Ihnen rausfinden. Ganz genau. Und wenn Sie sagen, das geht nun überhaupt nicht, das gibt's nicht, ja? Oder? Gibt's sowas? Werden wir sehen. Also wir werden vielleicht noch nicht jemanden zum Mond schießen können. Gibt immer Limits. Aber vielleicht schicken Sie einen Kunden hin. Ich schieße dich auf den Mond, wie man immer so sagt. Wer weiß. Nur, wir sind sehr sicher, also man kann auch schon natürlich Individualreisen in Deutschland auch buchen bei Reiseveranstaltern, vor allem bei Spezialisten. Die haben natürlich dann auch einen Partner vor Ort. Und das sind dann meistens dieselben Partner, die wir dann auch haben. Und nur, dass der Reiseveranstalter in Deutschland viele Länder macht, nicht nur Bolivien, und öfters dann mal sagen muss, weiß ich jetzt nicht, ob das geht. Im Zweifelsfall geht es nicht. Und während der José, ein Beispiel jetzt von Bolivien, ganz genau weiß, was funktioniert und was nicht. Und wenn der José sagt, das funktioniert nicht, das geht nicht, dann geht es einfach auch nicht. Dann kann man das nicht so bereisen. Aber Sie können ja nicht die ganze Welt bestücken, oder machen Sie das? Ja, von heute auf morgen geht das nicht, aber tendenziell möchten wir ein Verzeichnis haben von vertrauenswürdigen Incoming-Partnern. Wir sagen Destinationsexperten, Destinationsexperten in der ganzen Welt, doch. Und aber das dauert noch. Wo sind Sie am stärksten? Naturgemäß natürlich Südamerika, weil Sie da Ihr Standbein haben. Genau. Wir legen langsam los. Wir haben derzeit ungefähr 15 Partner, die jetzt auch schon online sind, und haben jetzt vielleicht so 30, 40, mit denen wir gerade in diesem Auswahlprozess drin sind. Und peu à peu wird das Angebot ausgebaut. Was muss ich denn bei Ihnen bezahlen, wenn ich so, sagen wir jetzt mal, diese 30-Tage-Tour mache? Das ist ja ein ganzer Monat. Ja. Mit José durch Boliviens Berge. Ganz gut. Ja? Was nicht so einfach ist, wenn ich mich erinnere. Ich war auch mal da. Recht hoch. Recht hoch, ja. La Paz, glaube ich, 4000 Meter ist der Flughafen, nicht? Ganz genau. Ja, und ich erinnere mich, wenn man aussteigt, kriegt man eine echte Atemnot. Wenn man in die Stadt runterfährt, 2000 Meter. Das sind solche Sachen, wo José dann sagen würde, vielleicht in El Alto, das ist der Flughafen in La Paz, gar nicht starten, sondern lieber in Cochabamba oder in Santa Cruz starten und langsam hochgehen. Das sind halt solche Kenntnisse, solche Details, die der Destinationsexperte vor Ort gut kennt und dann beraten kann. Und was kostet der Spaß? Das gibt der Kunde vor. Also der kann dann zu José sagen, ich brauche eine Tour für eine Woche, die darf maximal 500 Euro kosten. Dann kriegt man entsprechend eher preiswertere Hotels. Das habe ich ja noch nie gehört, dass ein Kunde den Preis vorgibt. Sondern es sagt mir doch immer das Reisebüro, es kostet 1000 und etwas Euro und dafür kriegst du das und das. Das ist der Unterschied, dass es maßgeschneidert ist. Also wir haben auf unserer Webseite, damit man auch eine Vorstellung hat, was das kostet, Reiseideen. Das sind sozusagen Vorschläge, die man auch so buchen kann. Die gibt es natürlich auch. Aber die Idee ist, dass das eine Reiseidee ist, dass man ein Gefühl hat, was so eine Reise kosten würde. Aber dann kann José unabhängig von diesen Reisenideen auch anschreiben und sagen, ich habe leider nur so viel Geld. Ja. Oder ich habe richtig viel Geld, ich will Luxus haben. Und ich rede mal eher davon, was der normale Zuschauer hat. Der hat eher weniger Geld als viel Geld. Und das ist ja das Entscheidende. Und deswegen habe ich Sie auch mit eingeladen, dass ich sagen kann, ich habe aber nur mal nur 300 Euro für den Monat, für die Woche. Ja. Monat wäre ein bisschen wenig. Ja. Was kannst du mir dafür machen? Genau, und da wird José dann ausarbeiten. Also natürlich gibt es irgendwann ein Limit. Das kostet etwas, durch Bolivien zu reisen auch, wenn Bolivien recht preiswert ist. Aber tendenziell kann man das Budget vorgeben. Und entweder sagt José, das geht, oder sagt, sorry, es geht nicht. Vielleicht hat er gar nichts zu tun und sagt, ich mache es auch für dich umsonst. Das wäre sehr nett, ja. Ist denn TripMe, wie Ihr Unternehmen heißt, bezieht sich das immer nur auf Einzelreisende? Oder kann ich auch sagen, wir sind eine Gruppe von 3, 4
oder haben Sie sich nur auf das Mie spezialisiert? Nee, es sind also innerhalb von Individualreisen, das bedeutet einfach, dass man nicht mit fremden Leuten unterwegs ist. Man kann selbst definieren, ob man selbst alleine reisen will, mit der Familie, 3-4 Leute, mit dem Kegelclub, das ist alles möglich. Also Sie bauen die nicht zusammen? Wir bauen die, es gibt also keine Zubucherreisen, wie man in der Touristik sagt, sondern sozusagen jemand, also im Club würde einer sozusagen den ersten Schritt machen, mit José, mit dem Beispiel bleibe ich jetzt einfach dran, mit José sprechen, ein Angebot ausarbeiten und dann den anderen Mitreisen vorschlagen und dann kann man das, können die das zusammen buchen. Das heißt, ich reise nur mit den Leuten, die ich vorschlage und nicht umgekehrt, ich reise nicht mit denen, die vom Reisebüro jetzt mit mir in den Bus gesteckt werden. Ganz genau. Das ist auch das entscheidende Merkmal, nicht? Das von ihnen gegenüber allen anderen. Ganz genau, ja. Wie sind Sie denn darauf gekommen, sowas auszudenken? Man hätte ja auch sagen können, wozu mache ich mir so viel Mühe? Ich habe ein Reisebüro und ich stecke alle in einen Bus und dann fahren die alle durch die Berglandschaft von Bolivien. Ja. Das ist eine längere Geschichte. Also, ja. Und diese längere Geschichte erzählen wir nach der Pause weiter. Denn mit André Kiewitz, wie er darauf gekommen ist, das zu machen, denn eigentlich hat er ja ein Reisebüro, haben Sie ein Reisebüro? Ja. Und Sie hätten sagen können, ja, ist doch ganz einfach. Ja, wer fahren will, fährt 20 Mann im Bus, rein damit. Genau. Nach der Pause erfahren Sie, wie André Kiewitz auf diese Idee kam, TripMe zu gründen. Bis gleich.